Zurück aus der Werbung. Jetzt geht's für mich zu Udo Walz und werde über die Frisuren dieser Jungs sprechen. Jetzt sitze ich hier im neuen Store von Udo Walz. Hallo Udo. Hallo, schön, dass ihr da seid. Ja, danke schön. Oder du? Yes. Kommentarevue. Die EM läuft noch, ist noch in vollem Gang und da dachte ich mir, diskutieren wir mal die Frisuren der Fußballstars. Ich bin begeistert. Was für eine tolle Idee. Ja, danke schön. Dann fangen wir doch einmal an. Ja. Ne? Jetzt kommen wir zu unserem, darf ich ja sagen, schwarzen Bomber, Jerome Boateng. Jerome Boateng, da habe ich gelesen, wer will neben ihm wohnen, hat irgendeiner gesagt. Habe ich gesagt, ich will neben ihm wohnen, mache ich mit ihm jeden Morgen Gymnastik und Training, wäre mein ganzes Glück. Ist ein toller Junge, ist bescheiden. 10 Punkte. Auch er stylt sein Haar jedes Mal entweder glatt oder dann sind sie mal krauselig, Natur. Alles ist drin. Auch Boateng, die machen natürlich viel. Manchmal rechnet das Management, dass sie vielleicht einen Werbespot bekommen. Und das wäre ja nicht schlecht. Es gibt ja einige Fußballer, die schon Werbespots bekommen haben. Ja, es gibt einige. Und einer, der einen Werbespot hat, darf ich das mal nehmen? Einer, der einen Werbespot hat, ist Mr. Müller. Oh, Herr Müller. Herr Müller, Herr Müller. Was kann man dazu sagen? Herr Müller sieht oft so ein bisschen angestrengt aus. Die Haare perfekt, kein Undercut. Also das ist der Klassiker, Herr Müller. Der könnte auch einen Bläser und eine Flanellhose tragen. Der Traum jeder Schwiegermutter. Julian Draxler. Genau, das ist unser Nachwuchsstar. Nachwuchs? Eigentlich hat er den Pony wie Mami Eisenhower, die war früher die Frau des Präsidenten, sehr hoch. Aber das ist trendy. Er hat eine sehr schöne Kopfform. Und Jugend macht nie was falsch. Ich bin begeistert. Ich wäre auch gerne noch in dem Alter. Also auch 10 Punkte. Und? Ja, na, Leroy, der hat eine Schaumkrone auf dem Kopf. Schaumhaar macht es möglich. Also da müsste die Haare ein bisschen kürzer schneiden. 6 Punkte. Und jetzt kommen wir zu den leicht ergrauten Schweinsteiger. Schweinsteiger, das schwärmen alle Frauen von, dass er graue Schläfen hat. Oben sind sie noch ein bisschen blond. Dann nimmt man einen großen Kamm, Blondierung und macht so. Okay. Und graue Haare sind sexy. Da sieht man dann George Clooney. Er kriegt auf jeden Fall 10 Punkte, Herr Schweinsteiger. Ja, er ist der blonde George Clooney. Ja. Ja, das ist er. Dann kommen wir zu einem jungen Herrn, den Gomez. Herr Gomez. Herr Gomez ist auch der Schwarm vieler Mädchen. Sieht so jungshaft aus. Ist, glaube ich, irre eitel, weil er einen sehr, sehr guten Namen hat. Ist irre eitel, pflegt sich die Haare mit Wachs, mit Gel, mit Haarspray, dass sich da nichts verändert. Also Gomez kommt man nicht drum rum. Die Kinder ab 6 lieben den bis ins hohe Alter. 10 Punkte. Und er sieht auch ein wenig aus wie Zurück in die Zukunft, da gab es den Vater George McFly. So ein bisschen hat er schon Ähnlichkeit. Wenig? Könnte nicht der Zwillingsbruder sein, aber der Bruder. Einer der gefragtesten Werbestar ist natürlich Mario Götze. Durch ihn wurden wir Weltmeister. Ja? Ja. Mario Götze ist natürlich, der hat alle Lorbeeren schon in der Tasche. Der kann heute nichts mehr falsch machen. Er könnte höchstens sagen, war nicht mein Tag. Aber bei ihm ist immer der Tag. Ich mag die Haare, das sieht aus wie in Salem im Internat. Sehr klassisch, sehr normal. Ja, warum nicht 10 Punkte? Sehr schön. Jetzt kommen wir zu André Schürrle. Er hat sehr volles Haar. Also manch Frau wie ich, naja, ich habe auch volles Haar, aber manch andere Frau würde darüber überleichen. Der Unterschied zwischen Schürrle und dir ist, du hast einen Afro-Look, der hat schöne, glatte, volles, deutsches,
europäisches Haar. Ich wäre stolz, wenn ich so einen Haarschopf hätte, kriege ich nicht mehr, zu alt. Wie man sieht, wird auch ein bisschen dürftig. Also es geht auch an John Clooney vorbei, aber er ist einfach der Hammer. Wunderschön. Was ist dein Fazit jetzt zu den Jungs? Sie haben sich Mühe gegeben, weil sie wissen, sie werden von 100 Millionen Zuschauern gesehen. Mein Fazit ist, wir können stolz auf unsere Mannschaft sein. Alle sehr sympathische Burschen. Also im Grunde rede ich Quatsch, müssen alle 10 Punkte kriegen. Und ich drücke die Daumen. Ich verabschiede mich jetzt aus dem wunderschönen Laden von Udo Balz, Kurfürstendamm 32. Jetzt geht's für mich ins Felix zur Fashion und Arts Party. Im Rahmen der Fashion Week Berlin veranstaltete das P-Magazin eine weitere Fashion Meets Art Fashion Show im Felix. 5 verschiedene Designer präsentierten ihre aktuelle Mode. Es wurden Kleidungsstücke aus eigener Kollektion gezeigt und dann für ein künstlerisches und soziales Projekt zur Verfügung gestellt. Ab September auf der nächsten Fashion Meets Art wird das alles für den guten Zweck versteigert. Zwischen den Shows Live-Acts sowie Emil, den Supertalent-Tänzer, und Martin Kesici, mit dem ich gleich sprach. Bei der Fashion Meets Art Party, du wirst hier gleich singen. Was wirst du singen für uns? Ja, natürlich den Hit damals, Angel of Berlin, weil das passt heute ganz gut zu der Show, haben sie alle gesagt. Und wird auch noch eine kleine Überraschung auf dem Laufsteg gehen. Ich werde da nicht alleine sein. Ich bin selber gespannt, ich weiß es auch nicht genau. Aber man munkelt, es ist ein Engel, der mit mir raufkommt. Und das passt natürlich und natürlich auch live. Ja. Engel können jederzeit zu dir kommen, gell? Ja, vor allem, wenn man... Teufelbärtchen. Der ist jetzt wieder, ich hatte den ja jahrelang nicht. Und jetzt habe ich gesagt, ach scheiße, lässt mal wieder wachsen. Tatsächlich kam ein schwarzer Engel. I like. Was ganz besonders präsentierte das Newcomer-Label Black Harbor. Sie erfüllten der krebserkrankten Lilly einen Herzenswunsch und kreierten eins für sie, ein Kleid, das sie auf der Fashion Show im Blitzlichtgewitter präsentieren darf. Ich sprach mit ihr vor der Show. Lilly, ich bin so froh, dass ich dich hier Backstage noch erwischt habe, weil gleich sieht dich die ganze Welt hier. Wie aufgeregt bist du? Ziemlich, aber es ist besser geworden. Bist du schon mal über so einen Catwalk gelaufen? Noch nie. Ich hatte ziemlich große Angst, hinzufallen. Ja, aber du hast schon geprobt und da bist du nicht hingefallen. Naja, einmal ein bisschen gestolpert. Ja, das passieren die Topmodels. Hast du dir so Topmodels-Videos angeguckt, wie die laufen? Ja. Und es sind auch schon einige gestolpert und die machen das öfters. Das hast du echt schön gemacht, Lilly. Und das Kleid ist bezaubernd. Die Fashion und Art Fashion Show hier im Felix. Jetzt frage ich noch ein paar Promis über den Weltkusstag. Am 6. Juli ist Weltkusstag. Der Weltkusstag ist natürlich ein Tag, wo alle mal wieder erinnert werden sollen, ob sie ihren Liebsten oder ihre Liebste mal wieder küssen sollen oder wann haben sie überhaupt geküsst. Es ist so wie Valentinstag, wo man dann denkt, mal Blumen mitbringen oder Muttertag. Und so ist der Weltkusstag ein Tag, wo alle, die zu Hause dann das hören, dass sie, ach, heute Abend, wenn mein Mann zurückkommt, werde ich ihm mal einen richtig schönen Schmatzer geben. Oder er hat es gehört und sagt, Schatz, komm mal her, gib dir einen ordentlichen Kuss. Du sagst, was ist, warum, wieso? Na, heute ist Weltkusstag. Und das finde ich ist so... Also küssen kann man ja nie genug kriegen, oder? Das stimmt. Und was hast du denn noch zu bieten? Du hast ein Museum? Ich habe das Lippenstiftmuseum und da habe ich 150 Kussabdrücke von Prominenten. Frauen, Brigitte Nielsen, die Knef, Barbara Becker. Alles, was bei mir war, hat ja Kussabdrücke gegeben. Und die sind da auch ausgestellt. Und dann natürlich, zum Kuss gehört natürlich ein Mund. Ja, und
Ein raue Lippen sind ja nicht geeignet für einen Kuss. Also deshalb muss man die Lippen pflegen. Ich mache die Kulturgeschichte des Lippenstiftes und das Schminken des Mundes. Wie hat sich auch die Mundform verändert? Wann hast du das erste Mal geknutscht? Oh Gott, das weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube mit 10 oder so. Und jetzt so. Heute. Und heute. Ja. Also du weißt es gar nicht mehr, nee. Wie alt du warst. Ich glaube, ich bin so lange her. Ich bin so alt. Ich kann mir das alles gar nicht merken. Mit Zunge war 12 oder 13. Ich tendiere zu 13. Ein paar Monate später. Ja, siebte Klasse, glaube ich. Ja, schön. Wann hast du denn das erste Mal geguckt? Muss ich mir überlegen. Ugh, ist viel zu lang her. Ich glaube, das war Flaschendrehen. Klassiker beim Flaschendrehen. Oh ja. Und wie findest du denn das so ein Tag, der Kusstag? Ich wusste gar nicht, dass es den gibt. Also den 6. Juli werde ich mir jetzt merken. Und werde fleißig den Tag gebührend feiern. Das erste Mal geküsst war, hängt mir sehr gut aneinander, weil es war echt total scheiße. Das war in so einem Laden 1987, da war ich 14, in so einem Jugend, also in West-Berlin gab es noch so Jugenddiskotheken. Und dann haben wir uns geküsst, sie hat mir die Zunge in den Hals gesteckt und dann hat sich angefühlt, als wenn sie eine Steckdose gefasst hat. Und was ist dann so wichtig an einem Kuss? Er sollte nicht so, so feucht sein. Nicht so feucht sein. Ich verstehe das. Und warte. Was macht der? Ich sehe das nicht. Er sollte warm kontakten. Es sollte angenehm sein. Man soll beim Rankommen bei der Person entgegenkommen, soll man schon den Geruch aufnehmen, weil der Geruch ist entscheidend. Weil ohne Geruch geht gar nichts, du weißt es. Und wenn du dann schon so, und das ist wunderbar. Also nach einer Currywurst läuft nichts. Na, wenn dann beide gegessen haben, dann ist okay. Aber ich sag mal, es sollte wirklich ein feiner Moment sein. Und auch an die Herren und Damen dieser Welt, nehmt auch ab und zu ein Kaugummi oder putzt euch mal die Zähne oder nehmt auch mal ein bisschen Duft auf. Nicht nur Klamotten anziehen, sondern auch mal ein bisschen schick machen, also so mit Sprühen. Dann klar zu möppen, küssen ganz von allein. Danke für die weisen Worte von Frank Kessler, wie immer. Hast du das erste Mal geküsst? Also mein allererster Kuss war mit 16 Jahren auf der Klassenfahrt in Italien, Cesinatico, mit dem ganz süßen Italiener. Und ja, mehr ist da aber auch nicht raus geworden, aber ja, war sehr schön. Was ist das Wichtigste an einem Kuss? Also an einem Kuss ist das Wichtigste, dass er leidenschaftlich ist und eigentlich, dass man sich liebt. Also ich finde, Küssen macht richtig Spaß und man verliebt ist. Kannst du denn unseren TV Berlin Zuschauer einen Kuss zuhauchen? Ja, natürlich. Danke. Der schönste Kuss, Dankeschön. Na, ganz wie Michaela kann ich es nicht, aber ich versuche es jetzt einmal. Ich verabschiede mich hiermit. Bis nächste Woche.